Hallo zusammen, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. So, neue Aufnahmesession. Wir haben jetzt Montagabend. Die Folge ist also quasi noch warm, wenn ihr die seht. Ich will bis 18 Uhr drüben in meiner Höhle sein. Au, es geht wieder. Das ist ja gut. Habe ich jetzt vorher gar nicht ausprobiert. Ich will bis 18 Uhr in meiner Höhle sein. Und von daher werde ich mich jetzt hier erstmal von ein paar Dingen trennen. Ach, ich wollte meinen Dachgarten auch noch anlegen, ne? So, bevor ich es vergesse, ich versuche jetzt mal zwischendurch sauber Sätze rüberzubringen. Das wollte ich in der letzten Folge nämlich schon gemacht haben. Und ich möchte es nicht wieder vergessen. Das wird mich ärgern, weil heute ist nämlich die... Okay. Ich habe mich eben ein bisschen verjagt. Heute ist nämlich für mich die letzte Chance, da was anzukündigen. Und zwar kommt heute um 14 Uhr. Also, wenn einige von euch das sehen, ist das schon draußen. Könnt ihr auf den Kanal von Avonacho, von Xyra on Tour, von Bad and Trouble und von Nordisch ein neues Let's Play sehen. Und zwar wird es heißen Kinder der Stadt. Die haben nämlich die ziemlich geile und phänomenale Idee. Sie spielen 7 Days. Und das Ziel ist, ein Haus in der Stadt, also die Stadt bei 00, nicht dieses Dörfchen, wo ich gerade bin, sondern in der großen Stadt, sich da niederzulassen und dort ein Haus zu bauen. Und wie gesagt, die erste Folge werdet ihr heute am Dienstag um 14 Uhr sehen können. Und das klingt nach einem verdammt coolen Projekt, muss ich sagen. Übrigens an dieser Stelle, weil das stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, H1Z1 stellen wir ein oder wir pausieren das, vielleicht auch für länger, eben zugunsten dieses zugunsten von diesem coolen 7 Days Projekt. So, und ja, wie gesagt, schaltet da mal rein, wenn ihr das verfolgen möchtet auf den Kanälen. Wie gesagt, müsst ihr, wenn ihr das Video geguckt habt, am besten gleich mal rüber switchen und da weiter gucken. Ich bin auch gespannt, was die da fabriziert haben. Ich guck mir das auf jeden Fall an. So, ach ja, in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal erwähnen, Avonacho, wir hatten ja die City of Life gezeigt damals hier. Und da hat Avonacho erzählt, dass er... City of Life hat ja eine Story und diese Story, die... Potato Seeds, ich muss mich gerade echt mal kurz konzentrieren. Diese Story sollte ja mal weitererzählt werden. Und... das wird jetzt dort bei ihm auf dem Kanal auch der Fall sein. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auch an der Story zu beteiligen. Nutzt diese Chance. Guckt doch mal rauf. So, okay. Das soll es reichen an Werbung. Und 12.51 Uhr. So, ich will mitnehmen eine Schaufel, die Lamp of Clay, die Iron Ingots, die Sticks, die nehme ich mit hier. Da gehen auch noch mehr. Den Clay nehme ich mit, die Erde brauche ich nicht. Die Eier nehme ich mal mit. Die Woodplanks, die kann ich decken, den lasse ich hier. Den nehme ich mit. Das nehme ich sicherheitshalber mit. Die nehme ich mit. Dann kann ich das auch mitnehmen. Den Knüppel brauche ich nicht. Painkiller lasse ich ein paar hier. Das macht es jetzt nicht viel besser, ich weiß.
Das nehme ich mit. Die lasse ich hier. Die lasse ich hier. Das sind die Hunde. Die Hunde sind da. Ups, jetzt steht das Spiel. Hallo? Oh, was ist das denn jetzt? Da rennen sie. Wow, das sind aber einige. Da habe ich aber Schwein gehabt, was? Jo, da habe ich Schwein gehabt. Ja, die Mold nehme ich mal mit. Okay. Gut, das ist war wahrscheinlich dann die 13 Uhr Horde. Aber die kommen ja nicht zu festen Zeiten. Das ist von daher ja unerheblich. So, ich habe hier noch irgendwo einen Hunting Rifle, ne? Gehabt. Das pflücke ich mir jetzt mal auseinander. Man soll ja angeblich alle Teile daraus kriegen. Oh ja, stimmt sogar. So. Die Nägern packe ich mal weg. So, okay. Hunting Rifle. Moment. Da haben wir einen orangenen Stock. Der ist 40. Der kommt da rein. So, dann haben wir ein Blue. Dann nehmen wir doch den Blue Barrel mit. Hunting Rifle Bolt. Parts, 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 Parts. Gut. Parts. Dann nehmen wir doch die lilanen Parts mit. Und dann setzen wir uns mal eine neue zusammen. Hunting Rifle. Was? Achso. Alles da. Okay. Die nehme ich mir auf alle Fälle jetzt mal mit hier. Mal gucken, was da für eine Quality da mal rauskommt. Na gut, grün, immerhin. Habe ich hier nicht noch zwei Weapon Repair Kits? So, dann wollen wir mal gucken, wie viel die bringen. Okay. Rain, das hat ja nicht viel gebracht, was? Oh, okay, gut, kann ich mit leben. Nehme ich die auch mal mit? Dann nehme ich die Schuss mit. Es könnte sein, dass ich mir auch eine Shotgun machen kann. Würde ich mir wahrscheinlich ein andermal angucken. Ich kann jetzt sowieso nichts mehr... Moment, das kann ja weg. Obwohl, gucken wir doch mal. Shotgun Barrel, Pump Shotgun Receiver. Pass auf, da geht doch was. Da geht doch was. So, Shotgun Barrel. 321, 201. Dann nehme ich den Receiver. Pump Shotgun Parts. Boah, macht nichts. Nehmen wir die auch mit. Und dann nehmen wir den Stock. Und da frage ich mich, was hier nicht stimmt. Ich habe noch kein Shotgun-Buch, ne? Ich kann mir die überhaupt noch nicht zusammensetzen. Das ist natürlich. Das ist natürlich irgendwie schade. Pistol habe ich noch nicht genug Teile. Gut. Upsala. Okay, Stoff nehme ich mir auch noch mit. Neun Stoff. So, Kaffee könnte ich oben nochmal anbauen. Und es kommen ich weiß es nicht, ob nochmal Hunde kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob nochmal Hunde kommen. Er hat doch was gehechelt.
Ich habe da doch eindeutig ein Hecheln gehört. Hat's denn jetzt hingerafft? Na? Okay, mal gucken, wie viele da sind. Ich bin jetzt schon echt überlegen, ob das mit... Boah, das klingt ja übel. Ob das mit meiner Zeiteinstellung überhaupt gut hinkommt. Weil, warte mal, ich habe hier doch noch Kaninen dann gehabt, ne? Dann futter ich das mal eben schnell auf. Ich habe dann auch nicht mehr wirklich viel zu essen. Fullness 15. Das bringt Fullness 10. Nee, stackt aber auch nicht. Damit ist es dann auch egal. So ausgerüstet habe ich meine Pfeile mit. Nee. Pass auf, die lasse ich hier. Irgendwo habe ich meine Pfeile hingepackt. Da. Okay. Die werde ich ja wohl jetzt noch nicht brauchen. Ich nehme die lieber in die Tasche. Lade schon mal nach. 8 Schuss haben wir da. Das ist jetzt nicht so viel. Und ich habe meine Pickaxe und ich habe eine Schaufel. Ich kann mir eine Mold machen. Und ich kann mir eine Forge machen. Und ich kann mir eine Kiste bauen. Und damit ist auch alles in wunderbarer Ordnung. So, hier oben mache ich mal wieder zu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da eben schon wieder... Runde gehört habe. Ja, mit eurem Ton ist alles in Ordnung. Ich bin gerade nur ein bisschen vorsichtig. Okay. Wir gehen zu unserer Höhle. Das war die da. Ja, dann gehen wir noch einfach dahin und folgen dem Weg. Genau. So. Vielleicht kann ich mir, wenn ich da früh genug ankomme... Ich werf doch lieber einen Kaffee ein. Achso, wir könnten eigentlich mal gucken, was mein Antibiotikum-Debuff macht gleich. Bin ich mal gespannt. Aber ich sagte, ich nehme jetzt lieber einen Kaffee. Könnt ihr natürlich auch sagen, ey, ist Verschwendung, macht doch gar keinen Sinn. Ist mir jetzt gerade lieber. Ich möchte erstmal lebend, weil es könnten ja nochmal Hunde kommen. Und da müssen auch nicht unbedingt x Stunden zwischenlegen. Erstmal rüberkommen zu der Höhle, weil ich weiß das ganz genau für mich, dass ich jetzt in der nächsten Nacht irgendwie das Gefühl, dass ich nicht sehr schnell unterwegs bin. Trotz Kaffee kann mir nicht helfen. Ich werde Metall abbauen in der nächsten Nacht. Das werde ich auch also offline machen ohne euch, weil das ist vielleicht nicht so aufregend. Es könnte sogar sein, dass ich auch in der... Oh, ihr seid doch schneller, als ihr sein dürftet, oder? Es könnte auch sein, dass ich in der Nacht danach nochmal Metall abbaue, weil da kommt die Nachthorde. Und die Nachthorde wollte ich wahrscheinlich lieber in der Höhle aussitzen, als in meinem Haus. Ihr habt da folgende Überlegung. Als ich da gestorben bin an dem Gravel, als mich der Gravel angegriffen hat, ihr erinnert euch dran, ne? Der Gravel hat mich angegriffen.
Na, wo ist er? Ah ja. So, jetzt muss ich aber irgendwas wegschmeißen, wenn ihr mich fragt. Und da ich ungern was Hallo? Würdest du mal aufhören, mein Ach, jetzt kommst du zu mir. Jetzt, wo dein Partner weg ist, oder was? Lass mir meinen Elch. Hirsch. Oh, der hat hier absolute Priorität für mich. So, als mich der Gravel angegriffen hat, bin ich ja gestorben und dann... Ja, nee, egal. Prios. So, und das war meine Priorität. Die Fackel behalte ich lieber. Mal gucken, was er hier so hat. Gar nicht. Und er hier hat vielleicht auch nichts. Ach, egal. So, da war mein Rucksack ja im Wasser. Das heißt, da, wenn ich da hinten stehe, wo ich mich dann vielleicht aufhalten werde, wenn vielleicht die böse Nachthorde kommt. Die Horde dürfte sich ja über mich hinstellen. Und in dem Augenblick dürfte die Horde dann ja in dem großen Teich stehen, während ich unten drunter bin und mein Höhleneingang unheimlich weit weg. Das ist jetzt so meine Überlegung dabei. Und deshalb glaube ich, dass ich das da auch ganz gut überleben kann. Weil Ziel ist es jetzt irgendwie mit möglichst viel Wellness. Ich habe ein Brut irgendwie einkalkuliert. Entweder durch Hunde. Das muss ich jetzt gerade nicht haben. Das wäre schön, wenn ich jetzt doch nicht mehr an Hunden sterben würde. Aber kann natürlich sein, dass da gleich noch welche kommen. Na komm, Lady. Danke. Was hast du denn? Okay, gar nichts. Das ist einfach nur so. Ein Loch. Da vorne ist mein Höhleneingang. Ich hab's also bald geschafft. Okay, es ist nur der eine. Und ich habe noch den Kaffee-Buff. Und die Lady hier. Aber ich bin hier noch nicht safe. Safe bin ich erst, wenn ich einen Deckel über mir geschlossen habe. Man kann mich, glaube ich, richtig denken hören, ne? Oder? Gerade? Kann das sein? Egal. Bietet sich nochmal. Ich habe nichts in der Tasche, was ich jetzt weglegen möchte. Nein, auch nicht die... auch nicht die Fackel. Was denn? Wo denn? Ach komm, Junge. Du willst dich doch... Ich will da jetzt rein. Ich war mir eben nicht so sicher, ob ich da nicht doch irgendwelche Hundegeräusche gehört habe im Hintergrund. Da war ich mir eben echt nicht so sicher. Das ist ein verdammt großes Loch hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das mal hält. Ich bin mir da ja nicht so sicher.
Ich hoffe nicht, dass mir jetzt das Wasser hier reinläuft. Oder so. Weil ich nicht weiß, ob sie irgendwas an der Wassermechanik verändert haben. Das ist jetzt nicht wirklich perfekt. Aber es sollte mir irgendwie so ein bisschen Schutz bieten. Oh, oh, oh. Och, du Scheiße. Scheiße, 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 ich habe ein Problem. Oh, oh, ich habe ein Problem. Die hören mich ja. Ach du Schande. Okay, Cliffhanger für die nächste Folge. Ich wünsche euch was. Schaltet auch nächste Folge wieder ein, wenn es heißt, wird er es überleben. Ich will es ja mal stark hoffen. Okay, bis dann. Tschüss.